Unsere Renia Lederbeize oder auch Lederschwärze, ja, macht genau das, was der Name sagt. Sie färbt Leder schwarz. Wir haben nur eine schwarze Lederbeize im Programm. Wir haben keine anderen Einziehfarben oder Lederbeizen. Da gibt es auch wieder Spezialhersteller für, die sich darauf fokussieren. Wir haben es eigentlich hier nur als Zusatzprodukt zu unserem Klebstoffprogramm, weil es halt doch immer wieder mal benötigt und nachgefragt wird. Wie gesagt, was das Produkt macht, es färbt andersfarbige Leder schwarz. Dazu muss es natürlich, wie beim Leder üblich, in die Faser eindringen können. Es zieht also wirklich ein, färbt das Leder komplett durch und liegt nicht nur auf der Oberfläche auf, wie das bei einer Lederfarbe der Fall wäre. Gibt es auch sehr viele verschiedene von, gibt es auch wieder Spezialhersteller für, ist nicht unsere Sache, aber das Produkt hier haben wir eben noch im Programm. Wie arbeitet man jetzt damit? Ob das jetzt Schuhe sind oder ob das eine Tasche ist oder irgendein anderes Stück Leder, was man einfärben möchte. Man muss zunächst auf jeden Fall sicherstellen, dass das Produkt in das Leder einziehen kann. Das heißt, das Leder muss auf jeden Fall entfettet werden. Auf fettigen Ledern funktioniert das nicht. Das Leder muss sauber sein, eigentlich logisch. Alles, was da irgendwo drauf liegt an Staub, an Verschmutzungen, würde halt das Ergebnis deutlich beeinträchtigen. Das heißt, man sollte das Leder auf jeden Fall reinigen. Das geht zum Beispiel mit Seifenlauge sehr gut. Während das Leder dann noch etwas feucht ist, wird das Produkt dann aufgetragen mit einem Pinsel. Kann man eigentlich ziemlich jeden handelsüblichen Pinsel vernehmen, kein Problem. Man trägt es auf und lässt es dann einziehen und trocknen. Je nachdem muss man halt eben schauen, wenn der gewünschte Ton, der gewünschte Grad an Schwärze schon erreicht ist, kann man es bei einem mal lassen, eventuell muss man es auch mehrfach auftragen. Ganz wichtig, damit ist der Prozess noch nicht beendet, sondern was ganz, ganz wichtig ist, ist nachher das Auspolieren. Was nämlich passiert, um einen wirklich satten Farbton, ein sattes Schwarz zu erzielen, muss man eigentlich zu viel anwenden. Und dieses zu viel steckt dann noch zwischen den Fasern. Das müssen Sie rauspolieren. Weil nämlich ansonsten Folgendes passiert, wenn Sie dann mit den Schuhen das erste Mal durch den Regen laufen, wird der Rest an Schwärze wieder ausgewaschen und es gibt schon mal sehr, sehr hässliche Flecken. Das heißt, auspolieren, zum Beispiel mit Schuhcreme kann man das gut machen, und muss halt wirklich so lange polieren, bis nichts mehr herauskommt. Und dann ist das eben wirklich fertig und das Stück ist entsprechend schwarz gefärbt. Was man hiermit auch gut machen kann, man kann natürlich nicht nur komplette Lederteile schwarz färben, man kann eben auch gerade im Hobbybereich, im Sattlerbereich, hiermit Kanten färben. Es ist keine Kantenfarbe, es ist eine Einziehfarbe. Das heißt, eine bereits entsprechend behandelte Kante kann man hiermit schwarz einfärben, aber auch da ganz entscheidend auspolieren. Ja? Wenn Sie das nicht auspolieren, haben Sie eben immer die Gefahr, dass Ihnen der Rest ausgewaschen oder sonst irgendwie herausgezogen wird und das gibt sehr hässliche schwarze Flecken, die dann wirklich nicht rausgehen.